Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arg mit Mautscher und mit Uralderle. Er hat es gerade schon Björn und Lemmy erzählt, was da abgegangen ist gestern. Meine Lieben, ich bin immer noch tief geschockt. Ich bin immer noch tief geschockt, dass wir hier oben in diesem Abschnitt unser Glück gefunden haben. Nee, Spaß beiseite. Ich habe ein Ziel der Folge natürlich, ne? Dieses Folgenziel sage ich euch gleich. Ich will nur ganz kurz rübergehen zur Base. Und zwar gehen wir jetzt hoch mit unserem zweiten Agi, also mit dem Argyle. Fliegen wir jetzt hoch. Und unser Argentavis von gestern ist passiv. Das heißt, ich fliege hin, wenn ich in Renderdistanz bin, pfeife ich den. Der Alpha Raptor wird mit Sicherheit noch dran sein. Ich habe aber noch eine Frage in die Runde, bevor wir losziehen, bezüglich des Falken. Ich habe ja die neue Mechanik vom Falken noch gar nicht so verinnerlicht. Und hier unten steht ja an diesem Buff, Fjordhag ist unverwundbar. Das heißt, wenn ich gestern gestorben wäre, ihn auf dem Rücken gehabt hätte, lass ich mal angucken, Süßer, dann wäre die Situation eingetreten, dass der mir meinen Rucksack jetzt hierher gebracht hätte. Ist das richtig? Weil ich habe den tatsächlich einfach aus alter Arg-Manier hier gelassen, weil ich gedacht habe, den willst du nicht verlieren. Deswegen habe ich den gar nicht mitgenommen. Wäre aber interessant zu wissen. Ne, jetzt auch schon wieder. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier, weil ich echt Panik habe, ich verliere den. Oder ist es wirklich so, dass der schadensimmun ist und dein Zeugs hier wieder bringt? Würde mich mal tierisch interessieren. Jetzt pass auf. Wir rennen ja die ganze Zeit mit der Lederrüstung rum. Lass uns mal einfach jetzt die Flakrüstung bauen nach Standardrezept. Wir haben ja noch keine Rezepte gefunden. Es gibt, glaube ich, aber auch Unterwasser-Lootjobs. Frage ist, gibt es auch eine Höhle mit Lootjobs? Weil die Sachen waren immer viel geiler. Unterwasser habe ich schon von jemandem gehört, dass es Lootjobs gibt. Aber ich weiß nicht, ob es hier auch eine Höhle gibt wie in Ragnarok. Weißt du, wo man die geilen Lootjobs findet? Das wäre natürlich cool. Da hätte ich voll Bock drauf. Also nur mal eine Frage in die Runde nach dem Falken. Gibt es eine Höhle oberirdisch, wo man Lootjobs findet? Weißt du, wie in den Schneehöhlen, wo man... Würde mich mal interessieren. Und mit wie viel Viecher muss ich da rein, dass ich das überlebe? So, aber jetzt eins nach dem anderen. Pass auf, ich gebe hier ein Flakrüstung. Also, Ziel. Am Ende möchte ich heute... Hier stehen beide Agis wohl auf. Das Fjordhag-Mädchen möchte ich dabei haben. Den kleinen Falken, dem... Also, das Fjordhag... Doch, ja, passt schon. Das Falkenmädchen möchte ich uns gerne holen. Und der Spinno muss hier sein. Inklusive Sattel. Und wenn alles gut läuft, kann natürlich sein, dass ich nochmal umplane und wir noch oben bleiben für eine Folge und uns noch einen zweiten Spinner holen oder so. Das muss ich mal sehen. Hast du jetzt alles gebaut, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Dann passt. Genau. So machen wir das jetzt. Pass mal auf, dann machen wir nämlich hier gleich den Spinosattel klar. Spinosattel. Naja, den nehmen wir mit, oder? Können wir vielleicht mit dem schon mal ein bisschen Fische. So, Spinosattel ist auch klar. Ich ziehe unsere Rüstung an. Und ich habe dann natürlich gleich mal nachgeschaut. Oh, das möchte ich aber nicht. Das gefällt mir nicht. Ne, das mag ich nicht so. Also muss ich tatsächlich sagen, es gibt auch Spiele, wo die Helme richtig cool sind und so. Aber bei Ark möchte ich tatsächlich mein Männle sehen. Das ist so hier. Das machen wir jetzt auch was auf T. Emote. Hut. Jawohl, ja, Alterchen. Also, wir haben nichts dabei, weil alles oben ist, außer unsere Rüstung und den Sattel vom Spinno. Dim, dim, didil, dim. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und wir nehmen natürlich... Wir gehen nicht alleine. Ich muss mich nur gleich ein bisschen weiter wegfliegen, sonst porte ich hier die halbe Mannschaft mit, glaube ich. Hast du irgendwas, was da bleiben kann? Dass wir mal ein bisschen Ordnung wieder drin haben. Perfekt, kriegst du auf Leben. Dann, bin so erschrocken gestern, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich, wirklich derbe erschrocken, als da... Weil beim Hinfliegen habe ich noch einen Raptor gesehen, ne? Ich meine, ihr wart ja dabei, beim Hinfliegen habe ich einen Raptor gesehen. Beim Landen dachte ich, ah, oh, ist ja nur ein Ovis und dann bam. Also ein Ovi-Raptor, kein Ovis. So, meine Lieben, das wär's. Wir gehen so hoch und zwar porten wir uns, ich habe es mal hier notiert, wir porten uns nach Wannerland Nord und bei Wannerland Nord nehmen wir den südwestlichen Punkt. Wannerland Nord, südwestlicher Punkt. Und dann müssten wir in der Nähe oben sein, weil bis wir jetzt rüber geflogen sind, ich glaube, das sind 4-5 Kilometer, ne? Wannerland Nord, aber ich gucke gleich nochmal nach. Hier ist Spino. Das passt auch, ne? Bewusstlos-Level ist noch höher als der Zähmungslevel. Hier sind wir fast bei 50%. Also ich glaube, den muss ich nicht nachbetäuben. So. Und dann schauen wir mal. Argentavis oben ist auf Passiv. Das heißt, den kann ich eigentlich normal pfeifen. So, jetzt bin ich gespannt, ob das stimmt. Teleport. Wannerland Nord. Habe ich gesagt, gell? Wannerland Nord und Südwest. Ist es wirklich Wannerland Nord?
Wir sind Wadiland, glaube ich, gell? Myr. Wir sind auf dem Myr Island. Auf der Insel Myr. Da haben damals die heiligen drei Könige die Myrre geholt, wo sie im Christkind gebracht sind. Ne, dass wir mal so ein bisschen was Geschichtliches noch mit reinpacken. Das war hier auf Myr. So, hoffentlich sind wir richtig. Und hoffentlich werden wir nicht gleich gefressen. Jo, genau, zwischen Saber haben sie uns hingesetzt. Ich sag mal Schüssinger, ne? Ich sag mal Schüssinger. Jo, guck mal, da ist die Anzeige. Wo sind wir denn? Guck auf der Map, dann weißt du es. Problem ist, wir werden wahrscheinlich gleich... Ah, nee, das ist cool. Das ist richtig cool. Einfach hier oben rüber. So, nach der 10-Box war das, ne? Also an der 10-Box praktisch vorbei. Wir können natürlich kurz beim Spino vorbeischauen, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, das ist ziemlich gut, dass wir... Ja, das passt schon. Kältemäßig. Ja, es ist halt schon Nachmittag. Kann sein, dass wir die Nacht... Auch wieder typischer Fall, ich baue noch drei Schlafsäcke und alles immer. Und dann mache ich aber so Aktionen ja mit der 10-Box. Und da ist meistens passiert nie was, ne? Und dann denke ich immer, jo, den Stress machst du jetzt nicht. Beziehungsweise... Ich denke immer, dass es Stress ist. Ich denke noch nicht mal richtig drüber nach. Guck mal hier, ne? Oh. Ja, aber hier einfach so für einen Loot-Drop absteigen, das kann unter Umständen auch böse enden. Es ist ein wunderschönes Tal inmitten der Berge. Ich lieb's. So, pass auf, ich lande da vorne eben. Und dann gucken wir mal, warum die... Ah, das sind zwei. Vielleicht findet man hier noch einen geilen Sattel oder irgendwas. Ne? Ich muss nur Energie ziehen, einmal schwimmen. Ja, ist egal, dann machen wir die Rettungsaktion nachts. Ich will jetzt nicht noch einen Tag warten oder so. Mich nervt es voll, dass ich da gestern so erschrocken bin noch. So, gib mir mal meinen Punkt und würde sagen, machen wir mal mein Pünktle hier drauf. Hier werde ich jetzt mal weiterleveln. Irgendwann brauchen wir es für Jotunheim bestimmt. Na 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 na. Wir retten unser Zeug. Er ist aber super Geschichtle. Ja, muss ja auch mal wieder was passieren. Die ganze Zeit haben wir nämlich wirklich immer Glück gehabt. Jetzt weiß ich, was erdet ja auch zwischendrin, wenn mal sowas passiert. Ich muss nur vorsichtig sein. Ich glaube, unsere ganzen Agis sind aktuell auf Passiv. Das heißt, hier sollten wir eigentlich auch. Caprosuchus-Sattel. Und ein Bauplan für einen Rollerblade-Sattel. Und ein Fium, ja. 50 war der, ne? Ich nehme an, die kamen zeitgleich runter. Gehen wir gleich mal den noch abchecken. Natürlich nicht, ohne hier nochmal nach einem Spino zu gucken. Dann gehen wir beim Spino vorbei, ziehen, gucken, ob wir nochmal nachbesorgen müssen. Also nachbetäuben. Ob wir nachbesorgen müssen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Kasteroides-Sattel, war das ein Biber? Megalosaurus-Sattel. Ist auch ein Zeichen, ne? Megalosaurus. So, Leute, rüber zum Spinny. Oh, hier ist alles voll mit Falken auf einmal wieder. Aber unser Weible, was wir oben gesehen haben, wäre ja groß gewesen, gell? Lass ihn nicht anbümsen von dem Typ. So, nee, nee, das passt schon. Da muss ich nicht nachbetäuben. Ich kann zwar, ich habe ja das Zeugs bei ihm drin. Beziehungsweise irgendwie ist er schon die ganze Zeit auf dem Status, gell? Wir kommen zur 10-Box. Wir kommen zur 10-Box. Da hängt sehr gutes Fleisch raus. Nee, ganz locker und easy, oder? Da brauchen wir nicht nachbetäuben. So, dann kommt jetzt, was kommen muss. Ich kann ja... Achso, ich muss erst mal Zeugs holen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal einen Schlafsack aufsetzen. Also, der liegt ja drüben im Leichnam. So, die Frage ist nur, wo sind wir da ungefähr genau gewesen? Ungefähr genau. Um es mal einzugrenzen. Da vorne liegt unser Zeug. Da ist der Alpha gerade hin. Hast du gesehen? Und jetzt würde mich's nicht wundern... Boah, Falken ohne Ende. Wo ist denn mein Agi da? Agi habe ich gepfiffen. Den bringe ich zum Spinno und dann muss ich erstmal gucken, wo ich den Raptor hinpull, dass der mir... Alter, da ist ein Haufen Falken auf einmal. Oh, es ist ein schöner, ist ja eher schon ein Papageil, ein kleines. Nee, guck nachher. Guck nachher. Guck jetzt nicht. Kann denn der Alpha-Raptor hier rüber geschnalzt kommen? Ich denke schon, gell? Ach, die Ameisen. Ich dachte gerade, was ist denn mit den Falken heute los? Warum sind die jetzt so böse? Mein Zeug liegt halt noch da rum, ne?
So, jetzt gehst du mal mit in die Box. Da kann zwar der Alpha Raptor durch, aber ich versuche natürlich den jetzt gerade. Wir lassen mal unseren Kollege Argyle in der Box, würde ich sagen. Das ist super gebaut, die Box für Flugtiere zum Absteigen eben. Bloß bitte keiner jetzt Damage machen auf der Gute. Ja, komm. Du hast noch keinen Namen. Da ist es nicht ganz so tragisch, wenn was passiert. Der ist auch bald fertig, ne? So, ich pack den mal näher hin. So. So, kommt, Digga, wir haben noch eine Aufgabe. Wir beide gehen jetzt mal eben gucken, ob man den Alpha Raptor irgendwo da hinten wegkriegen. Weil töten ist nicht so einfach bei so einem Riesen. Ich guck mal, welche. Da ist er, da ist er, da ist er. Ach, mein Fernglas habe ich ja gar nicht. Geht da hinten irgendwo noch der Pfad runter? Das wäre natürlich super. Das müssen sie ja normalerweise sein hier, die drei, oder? Ja, ja, die sind ready hier, um an meinem Leichnam rumzunagen. So, das Problem ist, hier geht es leider nicht runter und das Gefälle von. Hier sieht es übrigens aus, als wäre da eine Höhle drin, gell? Jetzt gucke ich kurz. Ich muss allerdings sagen, aber wenn wir abgeschmissen werden, haben wir gleich wieder Problemchen, ne? Ne, es ist eigentlich nur. Kann aber bei den Höhlen ja auch sein, dass der Eingang oben ist, ne? Ich brauche mein Zeug, das ist mal ganz wichtig. Och, kommt ihr sogar mit, das ist halt ultra süß, aber. Hier ist alles voll mit Falken. Wenn wir da kein Weible kriegen heute, weiß ich es halt auch nicht. Problemische ist eher Raptorsen. Wieso um meinen Leichnam rum? Ihr seid ja Geier, ihr seid ja keine. So, die Frage der Fragen wäre. Wie wahrscheinlich ist es? Ist das tief, das Wasser? Nee, ne? Ey, gestern sah das so aus, als wäre nur ein einziger Falke hier. Scheiße. War da noch was drin? Nee, ne? Nein, habe ich den irgendwie falsch auf Folgen gehabt? War der auf Folgen und ist jetzt heimgeflogen oder irgendwas? Ich drehe so durch. Hat jemand jetzt mitgekriegt, wo mein Agi hin ist? Lässt er mich hier hängen? Nee, der war doch nicht auf Folgen, der war doch. Jetzt müssen wir uns kurz zurückschlagen. Ich habe keinen Plan, wo der jetzt ist, Leute. Und da sind überall die Raptoren. Ey, es sind nur 200 Meter bis in den Käfig. Ich laufe mal im Fluss entlang. Ey, wo ist denn jetzt bitte der Vogel hin? Schadenszahlen oben am Spino. Ich drehe sie durch. Und auch noch ziemlich hohe. Ach, scheiße. Aber wo ist denn mein Vogel hin? Wenn der auf dem Spino Damage macht, dann haben wir jetzt von der Effekt. Kriege ich das noch raus? Vielleicht eher auf den Agi, ne? Oh Gott, Argyle. Nicht geklappt, aber das, was da angegriffen hat, ist weg, ne? Das sind beide. Heute habe ich sehr Folgen gehabt wieder. Oh Gott, die vielen Falken. Spino-Level, welches Level hast du denn jetzt bekommen? Haben wir Damage gehabt auf dem Spino oder nicht? 217. Ich glaube, da ist die Effektivität gut, gell? Ich glaube, das passt, Leute. Ich sag's dir, was eine Action. Dann haben die den Agi angegriffen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass der Spino nichts abgekriegt hat. 217.
guck mal, der kleine Falke da unten rechts. Das ist bestimmt der Weible, wo mit will, oder? Das ist ein Wendler. Das ist Bido. Guck mal, der da. Der ist super. Das ist ein Wendler zwar, aber der ist gut. Alter Schwede, fliegst du mir einfach los? Fliegst du mir? Wenn das der Alpha gewesen wäre, wäre es jetzt erledigt, ne? So, hier haben wir eine bunte Ansammlung an wunderschönen Dingen. Hat einer von euch, du hast glaube ich das Fleisch, gell? Jetzt muss ich erstmal, aber du hast nur solches. Wieso hat der jetzt schon 11? Achso, ja, weil er gerade gekämpft hat auch, gell? Nee, Level 217 ist schon okay, glaube ich. Für mich ist es auf jeden Fall okay. Ich kann ja jetzt nicht, ne? Ich müsste jetzt gucken, ob ich ein Backup spiele oder so, aber... Oh, Alter, ist der schön! Ist der schön! Mach mal das Gate weg, dass ich ihn richtig... Oh, der ist noch schöner, als ich in Erinnerung hatte. Nicht abreißen, pack mal das weg. Ach, weil die Struktur beschädigt wurde. Ja, weil die hier gekämpft haben, ne? So, Leute, ich entwirre mich gerade mal kurz für einen Moment. Müsste noch... Ey, was haben wir denn bitte jetzt hier für einen Haufen Zeug? Was ist denn das hier? Runenstein. Beruhigt euch mal kurz für einen Moment. Alle. Ich muss jetzt erstmal... Also das sind die Falken, die können sich nicht beruhigen. Ne? Und was mit dir? So. Reparierbar in 30. Das heißt, ich kann es nicht aufnehmen, weil es beschädigt ist, ne? Das war jetzt aber nicht der Alpha-Raptor, oder? Weil dann hätte unser Spino ja Vollgas gefahren. Was mich halt wundert ist, warum wurde dieser Stein derart verzaubert? Vielleicht kann ein naher Obelisk eine Antwort geben. Ich hab... Und hier, guck mal. Rex-Knochenhelm-Skin. Wo haben wir das ganze Zeug? Ich bin mittelschwer verwirrt gerade. Ich gucke jetzt mal nochmal kurz nach. Kann ich das hier sehen, was wir zuletzt getötet haben? Stammesmitglied wurde von einem Alpha-Raptor getötet. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, was da für eine Meldung kam, als wir das gerade eben... Das war aber, glaube ich, nicht der Alpha. Ich gucke trotzdem kurz nach. Ey, es war doch der Alpha-Raptor. Deswegen auch die Sachen und die Runensteine. Ich habe nachgeschaut, tötet, Spino tötet einen Alpha-Raptor. Und was ich auch gleich geguckt habe bei der Gelegenheit, wir hatten 100% Zähmeffektivität mit dem Hammelfleisch beim 145er. Der hat also keinen Schaden bekommen, als der Alpha hier auf dem... auf dem Argeil rumgeballert hat. Und der Argeil hat es überlebt. Ne? Also ist alles okay. Es ist alles gut. Und wir haben unseren ersten Alpha gemacht. Ich dachte, die sind viel stärker. Also ich habe mich ja da nicht dran getraut. Dann ist der Biss darüber oder was? Alter, muss ich aber jetzt gleich mal nachher gucken, nochmal in aller Ruhe. Da haben wir nämlich jetzt einen Haufen Zeugs hier. Ne? Also die Runensteine sind auf jeden Fall eine Nümmerle. Pass auf, ich wollte... Habe ich ihn jetzt eh genannt? Ist egal. Ich wollte kurz ihmchen... So gut es geht, lass mich mal kurz auf sie drauf gucken. Wieso sie? So. Einfach mal ein bisschen auffüllen, ja? Beziehungsweise, weißt du was? Ich pack dich in den Ball. Ich will dich ja nicht verlieren. Tiere mit Namen sind mir immer besonders wichtig. Jetzt müssen wir mal gleich hier Herr der Lage werden. Die Falkenmädchen. Wir brauchen ein Falkenmädchen. So. Dann würde ich... Da der Alpha ja jetzt weg ist und der Spino offensichtlich in der Lage ist, den wegzubeißen, ihm wahrscheinlich auch kurz mal einpacken für einen Moment. Gibst du mal alles rüber? Oh Mann, der so viel Leben schon, das ist ja krass. So, dann packe ich dich auch mal eben weg. Ey, dann war es doch ein Alpha. Ich muss jetzt nachgucken. Mich hat das nämlich so irritiert, was wir... Wir sind leicht überladen. Oh, du hast aber ein großes Schießig gemacht. Du hast aber ein großes Schießig gemacht. Gewicht. Achso, ja, das war schon auf Gewicht. Ich mach dir das mal rüber. Ich platziere das mal hier. Momentan das Gefühl, hier sind wir recht sicher. Und so wie ich mich kenne, werden wir wahrscheinlich nichts reparieren. Hä? Oh, aus der Sehnschuss gelöst. Aus der Sehnschuss gelöst, weil ich auf dem Schlafsack noch drauf war. Boah, mach die Wumme. Damage. Ihr habt jetzt alle so ein bisschen einen Zähnfortschritt, ne? Haben wir schon gedacht. So, jetzt kommen wir aber erstmal hier kurz zusammen, weil
Ich muss es tatsächlich hier lassen oder reparieren gehen. Ich lasse es hier, ich baue es nach. Ja. Das, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Alterle. Aber hey, hier oben ist es super schön. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Gedanke, dass ich hier irgendwas brauche. Da habe ich das Tor geschrottet, aber ist egal. Da mittlerweile hat er unser Alterle nicht mal mehr Panik vor Piranhas und sowas gemerkt. Dieses Relikt, ah ne, das ist kein Relikt, können wir auch hier lassen. War nur die Tore scheinbar. War nur die, ja, das hier ist das einzige eigentlich. Ah, Hallöchen, Welt. Eieieiei. Das ging alles so schnell, es geht mir zu schnell dann sowas. So. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob man, da ist auf jeden Fall Mr. Papagei, den hätte ich ja schon gern, gell. Ist denn Mr. Papagei ein Mädel? Ich glaube, aber ein kleines, aber das wäre mal egal. So, jetzt pass auf. Jetzt werden wir erstmal ganz kurz gucken, ob wir das nicht doch widerlegen können. Dass die Falken. Ah, oh, wir haben Spinno und was für einen fetten Hohn, Digga. Ja, kommt mit, meine kleinen Falkenkinder. Wir gehen nochmal zurück zum Leichnam. Vielleicht esst ihr ja ein Stückchen Alterle. Guck mal, im Schatten siehst du sogar. Oder meinst du, da ist noch ein Alpha-Raptor? Was auch immer da rumläuft, wir machen das jetzt auch noch weg. Ein Tech-Raptor ist es. Ich glaube, jetzt hat der Spinno uns gerade aufgefuttert. Dann aufpassen wie ein Fuchs, dass du die Falken nicht gleich mit tot machst, ne? Schade, dass es jetzt dunkel wird. Ich hätte jetzt Bock gehabt, da noch ein bisschen weiterzumachen. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. So. Ja, man könnte... Da ist auch schon wieder so ein kleiner Drecksack. Wir könnten jetzt natürlich uns heimporten, da wären wir in Sicherheit. Wollen wir kurz heimzischen und dann nochmal hochgehen? Oder wollen wir hier irgendwie das Lager aufschlagen? Warum leuchtet denn das da hinten so? Kristalle. Tja, Mädels, Jungs, ich kann hier jetzt nicht viel anfangen. Oh, der Eiswürfelhammer. Dann hau ich definitiv hier ab. Ja, wir hauen ab, Leute. Wir gehen heim. Ja. Das war Wadierland Nord. Also, Falkenmädchen ist noch offen. Ich würde jetzt nach dieser Folge heute Material besorgen. Wir gehen jetzt gleich gemeinsam, muss ja umplanen jetzt, ne, die Situation bedingt. Wir gehen jetzt gemeinsam gleich morgen früh, ich mache nochmal einen Schnitt, dass wir noch ein paar Minuten zusammen haben. Ordnen wir unsere Gedanken, kommen runter, holen Eisen, also Metall. Und wir gehen morgen hoch, holen uns das Falkenmädchen und dann bauen wir daheim. Und in der Zeit zwischen morgen und heute besorge ich noch Stein, Holz und alles. Und dann können wir nämlich wirklich auch ein bisschen mal wieder bauen, damit unser Base hübsch wird, ne? Dann machen wir das jetzt so. Steckst du im Rex drin? Guck mal, also es ist halt schon cool. Yes, wie gut. Ja, wir müssen unbedingt, lass mich mal kurz abzählen, wie viel fehlen hier noch. Eine, ne, also eine... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen hier noch 8 Fackeln. Das nächste Mal, wenn sowas passiert, möchte ich, dass es komplett ausgestrahlt ist. So. Unsere Spinno-Armee, die wird auf jeden Fall... Die sind zwar nicht so super beweglich, ja, aber ich liebe Spinnos einfach. Ich glaube, das ist das richtige Tier. Ey, der ist so schön. Den gucken wir uns gleich mal genauer an. Ja, richtig. Dank, Beatles, wollte ich kurz mal Hallo sagen. Ja, süßer. War doch ein Mann, oder? Warst du eigentlich ein Kerl, oder bist du? Brauchen wir aber Weible, ne? So, na jetzt komme ich so langsam wieder zu mir. Wollen wir ganz kurz noch Lootdrops holen? Alles klar, Van Damme? Wie sieht's aus mit dem Dünger? Yes, guck mal, was der Van Damme da eingelagert hat. Oh, wow, 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 wow. Das ist super.
Das ist super, du machst das richtig gut, mein Freund. Wo ist denn dein Kollege? Unter der Map. Wo sie immer sind, wenn der Weil nicht da warst. Van Damme ist noch da, aber der andere nicht mehr. Essenstechnisch ist alles gut. Jetzt müssen wir doch den Dino-Tracker wieder installieren, ne? Leute. Van Damme ist nicht mehr da. Ich muss es anders bauen, dass die dann nicht durch die Dinger klitschen, scheinbar. Spino. Da hinten sind die zwei alle sau. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das mag ich nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das mag ich nicht. Wenn da so ein Scheiß passiert dann. Das ist unnötig. Nee, ist offensichtlich so, den blauen Loot-Job jetzt. Nee, weißt du was, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben Shortcode verloren. Und mit seinem Dünger. Aber der ist unter der Map, stimmt. Das war doch schon mal so. Nee, der Shortcode ist da hinten. Der ist nicht unter der Map. Der ist einfach nur raus. Weiß auch, wie der raus ist. Kotle! Du alte Raket! Was los? Wo bist denn du raus? Da vorne am Eck bestimmt, gell? Ist wieder so eine geile Geschichte. Hallo, der ist bestimmt unter die Map geglitscht. Von wegen Lein. Von wegen Lein, der Kotle. So, Kotle, ich nehme an, dass er hier irgendwo raus ist. Das heißt, wir brauchen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, hey, nochmal so 20er Stack-Dinger, dann mache ich es doppelt hoch. Ich stoppe die aber mal ab, dass sie mir nicht gleich wieder abhauen. Moment. Hallo. Verhalten. Wandern deaktivieren. Ja, wir müssen das doppelt hoch machen. Verhalten. Wandern deaktivieren. Schon. Gut. Ey, der Spino ist so schön. Ich habe noch keine ruhige, gedankliche Minute gehabt, um mich jetzt einfach mal über den zu freuen, auch, ne? Weißt du was? Jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? Komm mal her, wir haben ja Fackeln und alles. Wir gehen kurz rüber und holen die Zaunelemente. Hier waren ja keine mehr, oder? Ich gucke nochmal kurz rein. Wir gehen kurz rüber und holen die Zaunelemente. Machen wir das gleich fertig, dann kann ich die weiter rennen lassen, düngen nach und dann holen wir unser Eisen, ja? So machen wir das. So. Ey, okay, also beide Agis sind gesund. Spino haben wir geholt. Nur das Mädchen nicht, weil es Nacht geworden ist. Dafür haben wir einen Alpha heute getötet. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Der ist so granatig gut. Der ist so granatig gut. Ich liebe ihn schon. Ich mach mal alles rüber. Wie viel zu schwer bin ich? Wie ich dich skillt, das lasse ich mal noch offen. Du wirst ja der Chef der Bossarmee. Übrigens auch da nochmal, da gab es auch mal Kontroversen. Ne? Wenn wir Babys machen, brauche ich die Skillpunkte nicht vergeben. Also das ändert, glaube ich, an dem Baby-Effekt nichts, sondern die Werte, die er jetzt hat, deswegen machen doch manche auch so Notizen, gell? Die Werte, die er jetzt praktisch hat, vererben sich dann. Das heißt, ich kann den auch später skillen, wenn wir sie dann auch tatsächlich brauchen. Genau, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier einen Haufen Zeug und sind wahrscheinlich super zu schwer. Sind wir. Ich mache mal organisches Polymer rüber und Holz. Organisches Polymer und Holz. So, jetzt räumen wir ein bisschen. Komm, jetzt machen wir gemütliche Runde. Hallöchen, mein Freund. Morgen holen wir uns das Falkenmädchen. So, alles, was materialtechnisch irgendwie ist, kommt hier rüber. Das heißt zum Beispiel das da, dann können wir uns einmal kurz hier Blut abzapfen. Die Agis muss ich gleich wieder rausholen. Das hier kommt in die Dings rein. Kugel nehmen wir mit. Einmal durchgeschaut. Öl kann rüber. Das. Das muss ich nämlich jetzt alles einmal prüfen. Wir haben nämlich einen Haufen Zeug und ich weiß dann gar nicht, dass ich es habe, wenn ich nicht nachschaue. Ne? Schöne Runde war es. Bisschen wir. In dem Sinne, dass ich tatsächlich durch war, zwischendrin gar nicht mehr gewusst habe, was Sache ist. Das war aber, das hat sich gelohnt. War echt cool. So, das ist der Rexkin, den könnten wir auf den Kopf ziehen, aber das ist nicht so meins. Dann haben wir Alpha Raptor Klaue, tue ich mal hier mit drüber. Dann machen wir Gift einer Titano Boa. Das machen wir ebenfalls hier rüber. Dann würde ich sagen, ist ab sofort das hier unsere Axt. Und Werkzeuge, weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir hier könnte ich mal sagen, mal so langsam im Werkzeugschrank anfangen. Wir haben auch eine bessere Armbrust bekommen, wie unsere erste.
Ah, wir haben jetzt zwei. Guck mal, die ist noch besser als unsere war. Kleines bisschen besser. Dann machen wir die Standardarmbrust rüber. Brauchen wir dann nicht mehr. Standardwerkzeuge, wobei das auch 110 gehabt hat. Machen wir rüber. Der bleibt, der bleibt. Was haben wir denn hier? Eine Ledergesellenhose. Ich würde ja gerne die Flakrüstung einmal ausziehen, wieder jetzt im Moment, weil wir ja doch oft in Gegenden unterwegs sind, wo es kalt ist. Und ich glaube, die ist nicht so gut dafür, gell? Die hat eine Unterkühlungsisolierung 10 und Überhitzung 4. Ich glaube, wir sollten mit Lederklamotten, ne? Ich mache jetzt hier einfach mal rüber. Bam. Bam. Ich repariere dann unser Lederzeug. Bam kommt auch rüber. Bam kommt rüber. So, Leute, so langsam aber sicher wird's. Das ist das nicht. Ich muss das, das brauche ich nicht. Den mache ich ebenfalls mal hier mit rüber. Das auch. Dann machen wir Sattel in das Sattel. Ich habe doch einen Sattelschrank, oder? Ja, guck mal, hier habe ich nämlich alles, was mit Sattel zu tun hat, drüber geschmissen schon mal. Dann ist das schon mal erledigt. Hier haben wir auch nochmal eine Lederausrüstung. Was hatten die für Werte? Das sieht gut aus, die nehmen wir mal. So, dann haben wir schon mal zwei Ledersachen, die wir vorher nicht hatten. Dann haben wir Megalosaurus-Sattel rüber. Kasuidas, das haben wir auch gefunden drüber. Hey, so langsam, aber sicher macht's. Was ist denn das hier? Eine Nerdbrille. Gibt's die auch als... Ach so, ich hält, das habe ich die ganze Zeit nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass wir das Teil hier anhatten. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Und das, was ich gerade angezogen habe, habe ich jetzt auch klassisch irgendwie weggeballert. Das sind nämlich Sachen, die können hier nicht rein. So. Leute, machen wir morgen weiter. Bis dahin bin ich auch wieder organisiert, oder? Wenn wir mal jetzt noch rüberziehen wollen. Aber wir brauchen eigentlich Metall. Wir holen das zusammen. Ich möchte auch Farmanteile weiter mit drin haben, gell? Deswegen machen wir das gemeinsam. So, das kommt jetzt hier rüber. Dann gehen wir nochmal in den Kühlschrank. Spinole, du gehst mit. Ich will dich gleich mal bei Tageslicht sehen. Es wird ja gerade hell. Machen wir das gute Fleisch rüber. Das kriegt wahrscheinlich unser Spinole. Machen wir die Bälle rüber. Gönnen unseren Argentavis wieder ihren freien... Also, freien Willen haben sie sowieso, aber... Ja, 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 ja. Ich passe auf, ich weiß es mit der Krankheit, ich mache nichts. Ey, das war ja... Da war ja richtig was gerissen, in Anführungszeichen. Mehr oder weniger aus Versehen. Ich habe es ja nicht gecheckt. Spino hat den Alpha... Ist der Alpha wirklich bis da mitlaufen, oder? Ist doch der Wahnsinn. Wo ich noch gedacht habe, der macht uns mit Sicherheit das Leben jetzt nicht noch schwer. Mach das auch mal rein, da suche ich es dann später sowieso. Dann machen wir das rein. So. Einmal das hier noch. Weißt du was? Jetzt mache ich noch kurz sortieren, bis der Buff abgelaufen ist unten. Und dann würde ich sagen, geht's für uns weiter. So. Ja, meine Süßen, da gibt's was zu erzählen. Da gibt's Geschichten. Die Agis werden sie euch erzählen. Glaubt mir's. Glaubt mir's. Du rüber. Dann machen wir mal hier mal ganz kurz. Sieht schon mal ein bisschen aufgeräumter aus. Jetzt pass auf, pass auf. Jetzt repariere ich noch unser Zeug und dann ist alles gut. Ja, das gehört auch zum Spiel dazu. Ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier, guck mal, das ist schon ziemlich interessant, was wir da gefunden haben. Auch die Armbrüste, also Ersatzarmbrüste, schon mal nicht schlecht, oder? Dann mache ich den Helm rüber und den Helm rüber. Und last but not least... noch die 10 Sachen hier rüber. Okay, jetzt komme ich wieder einigermaßen zurecht. Was ich sagen wollte, so, das habe ich auch noch. Ey, was uns diese Reise jetzt Zeug beschert hat, aber ich wollte reparieren, ja. Einmal. Und zweimal. Ah ja, komm, dann machen wir noch 2 Minuten drüben eine Metallrunde mit den Ankis. Ist ja auch gleich passiert, oder? Ey, aber dann lohnt sich ja so ein Alpha-Killen. Wenn du überlegst... Das Einzige, was das Problem gerade mal ganz ehrlich war, ich habe halt nicht so richtig grallert, dass wir gerade einen Alpha gemacht haben. Das ist das Problem. Deswegen habe ich nicht mehr gewusst, wo was her ist irgendwie. So, mein Freund, jetzt zeig dich nochmal. Du hast ja jetzt hier die mit 37 Rüstung. Eine normale Lederstandardhose hat 20. Also die ziehst du natürlich jetzt dann nicht mehr an. Und da haben wir 59. Ah, da haben wir da schon mal richtig 2, 3 gute Sachen, oder? Für Leder, für Leder.
So, Leute, komm, wir ziehen los. Nehmen wir das Pinot mit, dass wir am Strand einmal begutachten können. Machen wir. Was hast du? Hunger? Iss nur, mein Freund, iss nur. So, einen Agi wollte ich noch rausholen. Machen wir den mal hier dazu. Jawohl, Agal, du erzählst alles. Und wir gehen nochmal rüber. Ja. So, Leute. Die anderen Tiere sind doch jetzt aber weit genug weg, wenn ich jetzt gleich nur... Ja, das müsste passen. Sind die wirklich weit genug weg? Aber der hat einen ziemlich kleinen Strahl nur, ne? Achso, ja, die Zaunelemente. Irgendjemand hat gerade gesagt, oh, Zaunelemente für die Dungbeetles. Und ich hab's verstanden und ich hab's vernommen. Warum war das Ding eigentlich kaputt die ganze Zeit? Hm. So, willst du das auch nochmal kurz machen? Weil wir brauchen das bestimmt bald. Spino-Armee als Grundlage für Bosse. Und ein Yuti braucht man, glaube ich, ne? Der gibt ja nochmal einen fetten Buff, wenn ich das noch richtig weiß. Yuti braucht man noch, ja, auf jeden Fall. Also, pass auf, einmal noch hier. Sind wir bei 26 hier schon? Wie viel brauchen wir denn von den Dingern? Muss ich mal nachschauen, weil die Fledermaus zum Rumscouten wollen wir ja auch bald, ne? So, jetzt ist aber gut. Jetzt ist aber gut, jetzt gehen wir. So. Garten. Ich mal gucken, dass ich nicht auf der Szene jemanden mitnehme. Ey, Wahnsinn! Aber mein Falkenmädchen brauche ich, ne? Weil, wie gesagt, kann sein, dass wir eine kleine Falkenarmee uns aufbasteln, wo wir dann eure Namen eingeben können. Dann ist es immer selber. Weißt du, dann gibt es keine Unstimmigkeiten und so. Und ich brauche eine 10.000 Listen, was ich machen soll. Ich finde das eine ziemlich coole Idee. So, pack mal die Waffe weg. Ich will ja ungern einen verletzen. Wir nehmen uns jetzt hier kurz die Zeit für einmal... Machen wir das mit dem Metall morgen. Bringen wir jetzt das hier noch zusammen an. Ja, aktivieren unsere Jungs wieder. Vielleicht fliege ich noch kurz den blauen Loot-Job ab. Und alles andere dann morgen. Dann geht es morgen weiter. Machen wir morgen früh schön Metall zu Beginn der Folge. Und dann geht es rüber nochmal an den Ort des Geschehens. Sehr schön. Jetzt müssten sie normalerweise sicher sein, die Jungs. Jetzt kann ich euch wieder aufwandern. Wir können natürlich auch dich gleich mal insofern ins entlasten. Das Coole ist halt, dass die Jungs auch Öl bringen, ne? Immer auf Gewicht. Immer auf Gewicht. So, my friend, hast du ja aber auch Gas gegeben, ne? Kann man nichts sagen. Jetzt haben wir nur kein Dings mehr. Immer auf Gewicht. Weißt du was? Wir hatten doch hier einen Schrank, oder? Komm mal her. Ja, das machen wir jetzt noch. Gehört sowas von dazu. Bevor allerdings der Loot-Drop sich auflöst, fliege ich eben kurz mal rüber. So, Spinole, du bist ja nicht auf Folgen, gell? Nee, den müssen wir auch nicht mal ganz genau angucken. Das ist ein richtig hübscher. Das heißt, wenn wir die Bossarmee aufbauen, dauert das ja eine Zeit. Ihr kennt das ja, ne? Du hast ja dann immer eine Ausfallzeit beim Brüten von 5 Stunden zum Teil, manchmal länger. Das heißt, wir holen uns jetzt so bald wie möglich den nächsten Spino, dass wir ein Pärchen haben, dann machen wir Babys. Das sollte man auf jeden Fall machen. Da steht eine Schilde und das denkt, was war drin? Was war drin? Ganz vergessen, nur Rotz. Höre auf die Schildkröte, sie ist weise. Wir haben es auch nicht mitgenommen. Soll der nächste sich holen. Sehr, sehr geil. So, komm. Jetzt machen wir noch ganz kurz Befüllung. Dungbeetle. Lassen wir es für Yomia nochmal abgehen. Du, du, wie du. Und zu euch zwei kommen wir morgen. Ey, was eine Runde. Aber hey, wir sind durch. Wir haben unser Zeug wieder und wir haben einen wunderschönen Spinno, wie wir gleich nochmal sehen werden. Er ist momentan mit dem Lichtverhältnis. Er ist wirklich ein toller. Untenrum dieses gelbliche Grün. Mann, ziemlich guter. So, wo habe ich denn die? Sind das tatsächlich alle, die da noch da waren? Ne, Fiomia sind bestimmt auch noch welche da. Digga, tu mir mal einen Gefallen, stell dich mal. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Guck. Wir müssen warten bis Mittag. Morgens ist es mit den Lichtverhältnissen immer noch so ein bisschen schwierig. Ich liebe ihn. Oh, ich liebe ihn so. Das ist wie ein Hochhaus. Du bist ein Guter.
Wir mögen es, wenn du bei uns bist. Du, du, wie du, bab, du. Das gehört so zu arg, oder? Das Gemütliche dann auch zwischendrin. Da hast du wieder die Momente, wo gar nicht irgendwie. Hier ist natürlich jetzt blöd von mir gemacht, weil ich bis jetzt nur eine Tür habe, ne? Da müssen wir noch zwei, drei Türen ranbringen. Das muss ich jedes Mal hier außen rumhatschen. Ich muss sagen, die Ecke da oben gefällt mir so tierisch gut. Diese Schlucht, die ist absolut ein Traum. Die ist absolut ein Traum. Ja, genau, darum geht's uns, mein Freund. Ist für die Dungbeetle. Ist für die Dungbeetle. Hier könnte man eigentlich auf Hunger skillen, ne? Aber wir lassen die ja jetzt nicht unendlich Kacker machen. Also das reicht, was ich da mache. Zur Hälfte ist, habe ich eh schon längst wieder aufgehört. So. Ja, das außenrum. Wir müssen hier noch Türen reinbauen, aber ich baue jetzt nicht ab. Ich laufe außenrum einfach. Wer bist denn du? So, Leute. Schönes Ründle geht zu Ende. Das Schöne ist, dass noch viele, viele warten auf uns. Ich han Kaka geholt, Diggerle. Eins, zwei, drei für dich. Eins, zwei, drei für der andere. Dann sind noch vier übrig. Kriegst du noch zwei dazu. Ich hole wieder welche. Ich hole wieder welche. Der Produzent steht um die Ecke. So, weiter kann es gehen, oder? So. Zum Abschluss darf unser Jean-Claude nochmal Gas geben. Sehr geil. Leute, morgen sehen wir uns. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was wir alles machen. Auf dem Plan steht es Megatherium noch. Auf dem Plan steht es, ein Spino zu finden. Den Falkenmädchen. Das Falkenmädchen, Entschuldigung. Eisen zu farmen. Bisschen Metall einschmelzen gleich und so weiter. Dass man an der Base was machen. Ein paar Elemente mal vorbereitet. Paar bereite ich noch vor. Dass wir auch noch eine Baurunde machen. Es kann aber sein, dass ich morgen sage, komm, wir gehen und holen jetzt den Falke, dass da mal ein Haken dran ist, ja? So, nochmal zum Abschluss ein Blick auf das Spinno. Okay, von mir aus. Spinno, wir gehen mal ganz kurz auf die Brücke, du und ich, weil wir den mal ausschauen. Nimm meinen Code, nimm meinen Code. Der Shaw kann ihn gut gebrauchen. Bin ich auf K? Offensichtlich. Ja, wie er sich gemütlich dreht, ne, Diggerle. Das habe ich gemeint. Guck dir mal die Farbgebung an. Der hat hier oben einen roten Kamm. Dann hat er ein richtig schönes Dunkelgrün. Und dann hier unten dieses Gelbliche ist ein echt schönes Tier. Und ich glaube, die Werte sind eigentlich auch ganz okay. Beim Nahkampfschaden weiß ich nicht, ob er recht hoch ist. Im Prinzip die Ausdauer, Sauerstoff. Könnt ihr ja mal mitteilen, wie ihr die Werte findet. Da habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet, ob der gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass er Standard, Mittel, keine Ahnung. Ich liebe ihn auf jeden Fall. So, bis morgen.